Hallo und willkommen zu City Skylines. Dankeschön, dass du eingeschaltet hast. Vergiss nicht zu bewerten und zu abonnieren, dann verpasst du auch nichts mehr. Und weiter geht's in Apocalypse City. So, wir machen jetzt hier weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben, denn wir haben jetzt sehr krassen Arbeitermangel. Also wir brauchen einiges an Wohngebiete und letztes Mal ist ein Gewittersturm eingezogen. Hier ist nochmal eine Tsunami-Mauer. Ich wollte mal gucken, ob das funktioniert. Und ansonsten würde ich gucken, was wir jetzt noch weiter machen können. Ich wollte jetzt auch mal gucken wegen dem Müll. Aber jetzt langsam... Ah, unser Recycling-Center können wir jetzt mal langsam nehmen. Sehr gut. Dann würde ich sagen, wir nehmen mal ein Large Recycling-Zentrum, was wir dann jetzt hier so zentral setzen und dann in alle Richtungen... Ah, der Müll ist voll. Hab verstanden. Kein Platz mehr. Was wir dann zentral in alle Richtungen mal ganz kurz ausbreiten. Will ich gerade, ob wir das hierhin machen? Also er muss ja einmal hierhin fahren oder wir machen hier ein extra ein kleines und machen dann hier noch ein zentrales. Das wäre, glaube ich, geil. So, ein zentrales Müllentsorgungszentrum. Und ich wollte auch eigentlich mal eine Zugstrecke, beziehungsweise, wie heißt das? Einen Bahnhof setzen. Und ich habe mir vorgenommen, für meine zukünftigen Strecken oder Städte, besser gesagt, 10, wollte ich eigentlich keine... Zugstrecken mehr anlegen, sondern nur die vorhandenen ausbauen. Klingt halt auf den ersten Moment oder im ersten Blick komisch. Aber ich glaube, das kann man verstehen, wenn ich es erkläre. Warte mal, das ist blöd hier. Ich hätte gern die 90 Grad hier vorne. Ja, genau. Wunder nur, dass das hier keine 90 Grad gerade sind. 90 Grad. Bestimmt, weil ich da, ja, genau. Weil ich nicht sauber über die Straße gegangen bin, deswegen. Machen wir das nochmal. Passt auf. Wir wollen ja sauber darüber gehen. So, 10er Höhe. Dann 10er Weite. Hier wieder runter. Und verbinden. So, jetzt haben wir wirklich genau den Winkel, wie er sein soll. Haben wir Wasser an der Stelle? Wasser haben wir an der Stelle. Strom müsste ich da noch legen. Könnte man von da aus machen. Und da kommt jetzt ein fettes Recycling-Center hin. Oh, was ist das denn? Kein Geld mehr oder was? Ah, genau, ich habe ja noch was integriert hier. Voll gut. Mal gucken, ob wir das eventuell nehmen. Hier soll irgendwie ein Bug drin sein in den Dingern. Wurde irgendwie geschrieben. Da auch nochmal die Bitte. Jemand hatte geschrieben... Was sagst du denn zu dem Bug von den Large Recycling Centern? Und da dachte ich mir, ja, welcher Bug? Also wenn er schon anteasert, dass da irgendwas ist, was nicht so sein soll, dann bitte auch schreiben, was es ist. Weil manche Sachen bekommt man einfach nicht mit. Und dann wäre natürlich eure Mithilfe gut, wenn er sagt, pass auf, die kann man voll machen ohne Ende, da passiert nichts. Und dann würde ich sagen, oh, echt? Und dann wüsste man das. Ah, warte mal, da ist der Weg. Jetzt können wir es aber auf jeden Fall leeren. Das leeren wir, wenn das leer ist, kann es weg. Und einen wunderschönen Bahnhof. Ne, warte mal, wir wollen gar keinen Bahnhof. Die wollen Wohngebiete haben. Ich bin ja so bescheuert. Ich will aber ganz gerne ein Wohngebiet haben, was nicht unbedingt da so nah dran ist. Ihr wisst ja, wenn irgendwas Böses passiert, stehen wir sonst da, ne? Möchten wir jetzt nicht. Was ist denn, wenn wir hier so eine Kreisstadt mal bauen? Das wäre geil. Also keine Kreisstadt. Autobahn. Da können wir wirklich ein Autobahnkreuz nehmen, glaube ich. Autobahn. Ja, genau, geht nur in eine Richtung. Alles gut. Und wieder mein Standardding hier. Warte, habe ich den hier abgespeichert eigentlich? Ja klar, aber nicht den mit der Autobahn, ne? Aber wisst ihr was? Nehme ich jetzt trotzdem. Habe ich den abgespeichert? Bestimmt. Move it. Import. Da, Top-Kreisverkehr 12 hoch. Oh ja, ist doch viel besser. Können wir doch mal hier aus dem Hut zaubern. So, nur gucken, wie wir den setzen, so dass die Pfeiler auch in einer guten Position sind. Ich glaube so, ne? So.
An manchen Stellen ist jetzt keiner. Aber ich glaube, das fällt nicht so auf. Habe ich so im Gefühl. So, alles auf eine Höhe gebracht. Ja. Aber irgendwie doch. Warte. Irgendwie ja doch. So, kopieren wir den. Frag mich, warum der hier nicht reingepasst hat. Ich meine, der hat doch hier reingepasst. Was ist denn los mit den Pfeilern? Alle keinen Bock oder was, da? Pfeiler drin. Ja, ist doch super. Ja, und dann kann man von da aus auch runterfahren. Wir können jetzt auch das ganze Ding zu einem Autobahnkreuz machen, also zu einem Autobahnkreis. Aber wir haben schon mal die Grundform einfach kopiert. Obergeil, sage ich da nur. Ah, da stört der Untergrund. Jetzt geht aber, ne? Ja, genau. Ist aber, wenn ich ehrlich bin, nicht ganz ein Kreis. Ist vielleicht nur halb. Ich weiß, die Leute wollen Einwohner haben, beziehungsweise die Stadt schreit nach Einwohnern, werden wir gleich machen. Und am besten, bevor wir pleite sind. Kann aber auch relativ schnell gehen, weil je nachdem, was man baut. Ey. Nicht dein Ernst. Warum? Ich will doch nur so eine gerade Straße da dran haben. Fangen wir nochmal hier an. Ne, die machen jetzt immer dieses. Ah, ich weiß warum. Autobahnauffahrt. Jetzt ging's, weiß nicht warum. Ah, ich glaube, ich hatte gerade die dicke Autobahn noch in der Hand, ne? Ich glaube, das war der Grund. Das passiert, wenn man nicht aufpasst und nur Quatsch beim Reden, beim Spielen. So. Naja, kann man noch machen. Kann man noch machen, muss man jetzt aber nicht, aber kann man. So, nochmal aus. Das ist mein Pfeiler, den ich da gerade hingebaut habe, ne? Oder wir machen von hier. Jetzt verstehe ich dieses Tool. Habe ich ja noch nicht lange, da kann man das ja mal sagen, so. So. Jetzt müssen wir hier ein bisschen schön bauen. Boah, mit dem Vogel habe ich aber schon drin, ne? Mit dem Steuerung A, das ist ja mal geil. So, ein bisschen steiler. So, da kann man abfahren. Hier so ein bisschen rum. Ein bisschen geschwungener alles. So. Und wir können ja auch ein bisschen weiter runtergehen. Zug kann ja trotzdem da durch. Alles gut. Ja, der Zug sollte auf jeden Fall da reinpassen. Da durchpassen. Aber das sind meine schönen Gesetze mit Move It. Besser als, also ich weiß, was ihr meint. Manche haben geschrieben von wegen, benutze mal mehr Move It bei den Straßen, weil ich halt immer die ganze Zeit am Rumhampeln war mit vor und zurück und neu gebaut und schön und hast nicht gesehen. Aber eigentlich kann man mit Move It die Straßen auch so geil anordnen. Und deswegen habt ihr natürlich vollkommen recht, wenn der ein oder andere sagt, benutzt mal bitte mehr Move It. Ist ja auch okay. So, und dann machen wir jetzt hier eine normale dicke Straße. Ah, da haben wir jetzt keinen Mittelpunkt. Ah, egal, nehmen wir das hier. Da kostet auch wieder monatlich, wöchentlich. Wir machen mal bis hier, 40.
Und dann machen wir hier eine schöne Kreisstadt. Ah, hier geht sogar bergab. Ja, da müssen wir die noch ein bisschen... Ah, ne, gar nicht, geht. Alles gut. Dann haben wir das. Genau, da können wir dann abfahren. Da fliegt dann bestimmt gerade so ein Asteroid rein. So, gerade die Stadt fertig und dann... Bäh. Geht nicht. Geht nicht. Geht doch mal. Sorry. Wäre auch so gut. So, es geht. Und dann geht's auf einmal nicht mehr. Ja, ist doch schön. So können wir das da lassen. Und hier mache ich jetzt mal Trick 17. Ich glaube, das geht gar nicht. Doch, geht wohl. Sekunde, ich kann hier einmal auffahren. Wäre aber echt blöd, da aufzufahren. Ich fahre mal ganz kurz hier auf. Dann fahre ich noch hier auf. Boah, das ist ja immer mega fett. So kommen die den Abfahrten nicht in die Quere. Und Leute, die hier drauf wollen, können daher fahren. Nice. Okay, warte mal. Zweispurige Autobahn. Ist aber eine Richtung, ne? In die gleiche Richtung. Perfekt. Zack. Wie oft ich hier mit Road Anarchy machen muss, ne? Aber ist ja auch gut. Und dann nehmen wir Move It. Obwohl, eigentlich geht das, ne? Voll, Peter, voll. Geht richtig. Da fährt er schon Auto her, aber hier ist ja noch gar nichts. So. Oh. Ah. Ist zwar steil, aber geht. Was denn, wenn ich das wegmache und da stattdessen eine Bodenstraße hinmache? Also Bodenstraße klingt jetzt ein bisschen blöd, aber eine Autobahn, die da halt herführt und den Boden berührt. Jetzt haben wir dieselbe wie vorher. Also ich meine so eine. Achtung, festhalten. Ah, dann kommt der Berg hoch. Aber wenn ich das jetzt runterziehe, haben wir es, glaube ich. Ah, es fing so gut an. Es fing einfach so gut an und jetzt ist alles blöd. Oh, warte mal, wenn wir das so machen, ist, glaube ich, ganz geil. Ich habe jetzt quasi zwei schon mal vorgegeben, mehr oder weniger. Oh, oh. Da ist wieder Gewitter. So fett Gewitter. Boah, geil, das wird eine Folge, wo wir uns nur um ein Autobahnkreuz kümmern. Aber was jetzt nicht schlecht sein muss, gehört ja auch dazu. Wir haben ja verschiedene Aspekte im Spiel, die man wiederum zeigen sollte. Gerade auch den Anfänger von Cities Skylines. Selber am Kaputtlachen so. Oh. Nein, aber mal ganz im Ernst, das gehört ja auch irgendwo dabei. Also jemand sagt auch, kannst du Bäume setzen, wegschneiden? Und dann habe ich ja auch gesagt, ja, kann ich machen. Der nächste sagt, dann kannst du Straßen setzen, wegschneiden, Autobahnkreuze wegschneiden. Und dann denke ich mir so, jo, mache ich. Und irgendwann ist der Part dann nur noch 5 Minuten lang. Oder 2, wo ich dann einfach nur noch Begrüßung mache, kurz die Stadt zeige und fertig bin. Und das denke ich mir dann so, ja, aber gehört ja dann auch nicht so dazu. Also klar kann man einiges wegschneiden, aber irgendwo ist auch gut. Dann machen wir direkt mal eine neue. Ja, schon viel besser. Kann man hier nochmal ein bisschen angleichen und da ist das auch fertig, das Ding. Ja. Geht hier drunter. Also das ist echt eine gute Straßenführung, wenn man so möchte, weil zum Beispiel, wenn ich den jetzt hier vorne an die Ecke gesetzt hätte, dann wäre es den Leuten, die hier abfahren wollen oder auffahren wollen, voll in die Quere gekommen.
Und dann wäre das schon ein Stauproblem gewesen. Jetzt können alle Leute hier gemütlich abfahren und hier fahren die dahinter gemütlich auf. Das ist super gut. Deswegen muss er ein bisschen drauf achten. Ich meine, klar passiert das noch nicht, weil momentan gibt es noch nicht sehr, sehr viele Aus- oder Abfahrten bei dem Ding hier. Aber wenn wir zum Beispiel noch in die andere Seite gehen, dann macht es auf jeden Fall Sinn. So. Das haben wir soweit fertig. Hauptstraße war in der Mitte, haben wir gesagt. Die führen wir jetzt allerdings noch ein bisschen weiter durch. Nur noch 6000 plus. So, der äußere Ring wird dick sein und ich weiß gar nicht, wie weit. 80 U wäre schon cool. Können Sie fast sagen 100 U. Machen wir mal 100 U und gucken, was passiert. So, 90 Grad, 100 U. Das sind 90. So. Okay, das ist durchaus ein sehr großer Kreis. Aber was ja nicht schlecht sein muss. 100? Boah, ist der teuer. Der kostet jetzt auch richtig im Unterhalt. Soll man gar nicht meinen, aber das kostet halt immer richtig viel Asche. 180, 190, so. Das nenne ich doch mal einen Kreisverkehr. Und der kann dann auch hier nachher rüberfahren, bis da hinten hin. Der Kackstrahl ist immer der Beste. Und wir können ja anfangen, Wohngebiete zu bauen hier vorne am Rand, dass das so ein bisschen nach innen verläuft. Muss ja nicht direkt hinten anfangen, ist ja Quatsch. Von hier aus machen wir dann so. Oder wir machen so. Ich meine, das wird ja eh eine super krasse, fette Kreuzung sein hier vorne. Und dann machen wir direkt so eine Kreuzung. Dann brauchen wir aber hier nochmal ein bisschen Einbahnstraßen. So, von da aus. Hier in dem Quadranten, in dem District könnte man auch dann die Uni reinbauen. Eigentlich ganz cool. Da würden jetzt die Leute nur noch geradeaus fahren. Ampeln würde ich an der Stelle wegmachen. Und dann mit dem guten Traffic Manager noch ein paar Spuren setzen. Ja, das meine ich hier zum Beispiel. Reicht, wenn, warte mal, wenn man hier fährt. Ah, ne, gar nicht. Links abbiegen brauchen wir auch noch, ne? Natürlich. Dann machen wir das so. Ich glaube, so ist gut. Okay, ich werde jetzt noch ein bisschen die Kreuzung hier sortieren mit dem Traffic Manager und dann sehen wir uns wieder im nächsten Part von City Skylines und dann werden wir hier besiedeln. Dann gucken wir, was passiert. Haut rein. Tschüss.